Die News der Woche 37, 2023. Der Monopoly-Partie ist zu Ende. Hopfen und Malz, der Bierfest in Saalfeld ist nach 4 Tagen beendet. Und als drittes Thema haben wir noch ein bisschen organisatorische Themen. In einem epischen 7-stündigen Monopoly-Partie der THW-Edition kämpften Ricky, Benny und Nico verbissen darum, die meisten Ortsverbände zu erwerben oder Campingplätze zu besitzen. Es war ein Spiel voller Strategie und Taktik, bei dem jede Entscheidung sorgfältig ausgeworden wurde. Am Ende ging der Sieg an Nico, der geschickt Grundstücke erworben und Mieten kassiert hatte. Es war ein aufregendes Spiel, das die Freundschaft der Spieler auf die Probe stellte und dennoch viel Spaß gemacht hat. Hopfen und Malz Gotterhalt von Donnerstag, den 7. September bis zum Sonntag, den 10. September 2023, verwandelte sich Saalfeld erneut in das Zentrum der Genuss beim Saalfelder Bierfest. Nach dem erfolgreichen kleinen Open Air Bierfest im letzten Jahr, 16. die Veranstalter in dieser Tradition fort und boten den BesucherInnen eine unverdächtliche Zeit. Das Bierfest begeisterte mit stimmungvolle Liveband eine riesige Festzelt und dem beliebtesten Verein und Firmenabend. Neu in diesem Jahr war die Familienfreundlichkeit des Event, bei dem ein ganzes Wochenende für Groß und Klein rufen, neben dem traditionellen Biergenuss gab es in diesem Jahr auch ein abwechslungsreiches Programm traditionelles für die ganze Familie. Höhepunkt war der spannende Boss-Länderkampf am Sonntag. Das Saalfelder Bierfest war ein Fest für Sinne und ein Treffpunkt für alle, die Vielfalt der Biere und die Gemeinschaft lieben. Groß auf ein weiteres erfolgreiches Bierfest in Saalfeld. Jetzt kommen wir noch zu ein paar organisatorische Dinge. Daher die Streams, die Montagsstream werden dann nochmal Montag immer ich. Am Freitag kommt der Nico immer am Streamen und ich ist noch nicht ganz sicher, aber es wird bald der Fall sein, dass vielleicht noch eine dritte Person dabei ist und auch streamen würde. Da ist gerade noch in der Abklärungszeit. Dann kann ich euch schon verkündigen, dass ich ab Oktober soweit wieder mit Bitten losgeht, aber auch mit Filme wieder losgeht. Natürlich muss aber auch andere Sachen gemacht werden. Dann
Ich bin in den nächsten Wochenende relativ kaum zu Hause. Deswegen kann ich auch bei den Nuch der Woche teilweise zu chaotischen Szenen vielleicht mal passieren. Ich entschuldige mich hier auch nochmal von der letzten Woche. Da ist mir der Ton ausgefallen. Sorry, tut mir nochmal sehr leid. Ja, das sah echt geht nach und nach schrittweise weiter. Und sobald ich starten kann, es ist wieder vollkommen Power da, dann werde ich auch wieder voll aus qualifizieren und wieder dann normal, ja, die meiste Zeit am Aufnehmen und am Schneiden und Streamen sein. Das waren auch schon wieder die News der Woche von dieser Woche. Nächste Woche sehen wir uns natürlich wieder. Schönen Tag, habt eine schöne Woche. Tschüss.